Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns bei www.trotto.de und www.hufe.de. Ja, was war das für eine spannende Entscheidung am letzten Donnerstag in den Sprintermeisterinnen, der ersten von drei V75-Runden diese Woche. Wir haben ja, wie gesagt, dreimal die V75 dieses Wochenende. Am Donnerstag in Halmstadt, am heutigen Samstag dann in Halmstadt und morgen geht es dann nach Norwegen, nach Jarlsberg. Ich kann nur sagen, das Programm hat es echt in sich. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch mit dabei zu sein. Aber es lohnt sich auch am heutigen Samstag zur regulären V75 aus Halmstadt mit dabei zu sein. Die zweite Runde aus Halmstadt. Viele Fahrer bleiben ja bis von Donnerstag bis Samstag in Halmstadt. Am Freitag ist da der Strandtag angesagt. Das Wetter soll aber nicht ganz so gut sein dieses Jahr. Aber wer schon mal in Halmstadt war, der weiß, dass dieser Freitag oft genutzt wird, um mit der Familie oder den Freunden an den Strand zu gehen. In Halmstadt gibt es ja einen wunderschönen Sandstrand, wo man dann auch wirklich relaxen kann. Und am Samstag geht es dann weiter mit dem zweiten Teil der Sprintermeisterin-Wochenendentour. Der V75 mit den Guldsprintern. Also ihr werdet sehen, die besten Sprinter des Landes sind hier unter Order und noch viele weitere V75-Rennen. Der Svensk Trafliga natürlich, einige Vorläufe gibt es weiterhin und wir wollen deswegen auch reinschauen. Ihr könnt natürlich alle Rennen am Samstag bei www.trotto.de und www.hufer.de begutachten. Fußball geht ja erst abends los, deswegen lohnt es sich dabei zu sein. Ab 14.45 Uhr geht es los, Start der V75 immer um 16.20 Uhr mit dem fünften Rennen. Und das ist die Klasse 2 über 2041 Meter Bänderstart. Und hier spricht doch eigentlich alles für die Programm Nummer 5, Eminent Kronos und Johann Untersteiner. Eminent Kronos war zuletzt siegreich in Axevalla, davor ein zweiter Platz in Omol, in Tingsried siegreich gewesen, nach Fehler noch siegreich gewesen. Eminent Kronos, ein vierjähriger Propulsion-Sohn, der steht für mich hier ganz klar in diesem Rennen heraus. Johann Untersteiner ist ja auf seiner Heimatbahn, da gewinnt er normalerweise in der V75 mindestens ein Rennen. Deswegen Nummer 5, Eminent Kronos, für mich hier vielleicht sogar die Bank in diesem Rennen. Wer sich breiter aufstellen möchte, muss natürlich Nummer 7, Celerity Blowline, mit Stefan Persson mitnehmen von der Springspor in diesem Bänderstartrennen. Zuletzt zweiter in Orbi gewesen, davor war der Donato Hinnerbersohn dreimal siegreich in Halmstadt und in Jägersroh. Stefan Persson kennt ihn richtig gut, also den muss man auf jeden Fall mitnehmen. Und auch, ich habe ein bisschen Mumm auf Sultan of Sand, also Sultan auf Sand, wenn man so möchte. Die Nummer 10 mit Dwight Peters, war zuletzt mit Magnus Duse, Mats Duse allerdings nur siebter platziert in Zavala. Mit Dwight Peters zuletzt aber in Zavala am 13.3. sogar siegreich, dieser fähige Maharaja-Sohn, der kann sowas gewinnen. Startplatz 10 im Bänderstart ist natürlich so ein bisschen tricky. Und auch Autumn Shine LA, die zweite Waffe aus dem Schall von Johann Untersteiner mit Erik Adilson, war zuletzt in zweiter in Backerud am 6.6. im Rahmen der dortigen V86. Davor hat man sich in Tingsried probiert, da war man nur siebt platziert. Der Sieg in Kalmar mit Johann Untersteiner am 17.5. der war sehr beeindruckend und Autumn Shine LA kann hier durchaus ganz, ganz weit vorne landen. V75-1, die Klasse 2. Wir nehmen mit die 2 Autumn Shine LA, die Nummer 5, mein Sieger des Tages, Eminent Kronos mit Johann Untersteiner, die 7, Celerity Broline, Stefan Persson und die Nummer 10, Sultan of Sand mit Dwight Peters. V75-2 ist dann die Bronze-Division über 2041 Meter Autostart und hier werden sich ganz, ganz viele auf die Nummer 1 Swish the Cash mit Adrian Colgini stürzen und ich warne, das sage ich ganz ehrlich, weil Swish the Cash in meinen Augen hier absolut überbewertet ist. Das Pferd ist nicht so gut, wie viele immer sagen. Ja, der hat in Kalmar am 13.1. gut gewonnen. Ja, er hat in Orbi am 6.4. gut gewonnen. Er war am 10.5. in Halmstadt Zweiter, aber er ist auch jetzt zuletzt zweimal am Start gesprungen und zwar am 25.5. im dortigen vierjährigen oder höher dotierten Rennen und danach auch in Kalmar am 23.06. ist er in der V75 gesprungen. Also ich warne, ich sage ganz ehrlich, Swish the Cash, die Programm Nummer 12, Programm Nummer 1, ist hier in meinen Augen nicht unbedingt das zu schlagende Pferd. Der kann natürlich gut beginnen, aber ich sage immer, ich warne, ich glaube nicht, dass dieses Pferd hier ganz weit vorne zu erwarten ist. Viele werden hier auch Great Triumph Trot nehmen, die Programm Nummer 2 mit Ulf Olsen, kommt mit einem frischen Sieg aus Axevalla, war davor auch in Halmstadt mit Thomas Urberg und in Orbi einmal siegreich. Ja, der kann sowas gewinnen, dieser Great Triumph Trot, Ulf Olsen, Ulf Steenströmer, dieses Team verarbeitet ja seit mehreren Jahren sehr erfolgreich zusammen. Den würde ich eher nehmen als Swish the Cash, das sage ich ganz ehrlich. Wahrscheinlich werden die beiden sich am Anfang die Köpfe einschlagen oder Köpfe einfahren, deswegen wird ein ganz anderes Pferd gewinnen und da würde ich mir Tuppen mal angucken. Die Programm Nummer 3 mit Peter Ornquist. Dieses Pferd wird regelmäßig unterschätzt. Tuppen, die Programm Nummer 3, war in Kalmar zuletzt Vierter, hat aber in Orbi am 2.12. mit Johann Untersteiner zum Beispiel toll gewonnen. Dieser Tuppen wird immer und immer wieder unterschätzt. Das Pferd ist richtig gut, 6-jähriger Orichetti-Sohn, der kann dieses Rennen hier sogar gewinnen. Trotz Peter Ornquist oder vielleicht sogar wegen Peter Ornquist, das ist ja ein sehr, sehr guter Amateurfahrer und B-Trainer, wenn man so möchte,
Da spricht eigentlich nichts dagegen. Tuppen auf jeden Fall mitnehmen und auch Denko Scaviano, die Nummer 4 mit Jon Untersteiner, war zuletzt in Charlottenlund am Ablauf am 12.05. im Rahmen des Kopenhagen Cup-Wochenendes. War da zweitplatziert und davor in Tingsried am 1.05. Siegreich über 2418 Meter. Denko Scaviano, die Nummer 4, kommt allerdings aus einer kleinen Pause, deswegen ist da so ein ganz klein bisschen Vorsicht angesagt. Trotzdem mitnehmen in meinen Augen hier auf jeden Fall. Und natürlich die deutsche Note hier, Beachcomba, die Nummer 6 mit Joachim Löwgren. Wobei ich auch wieder sagen muss, Beachcomba lief die Bahn in Halmstadt nicht. Ja? Er war letztes Jahr hier auch im Ablauf, er war das Vorjahr im Ablauf mit Michael Nimczyk. Beides Mal ist er nicht glatt um den Kurs gekommen und war am Ende doch leicht geschlagen. Deswegen Beachcomba, natürlich kann der hier überraschen, aber ich sage immer, der ist in Jägersro besser aufgehoben. Die Bahn hier in Halmstadt scheint ihm irgendwie aus echten Gründen nicht zu gefallen. Deswegen Beachcomba, die Programmnummer 6 hier mit Vorsicht zu genießen. Außerdem dann noch die Nummer 8, Niagara River mit Danny Brower, war zuletzt mit Misha Brower in Wolwega am 2.6. zweitplatziert, davor gab es auch in Vassin einen vierten Platz und am 4.5. in Wolwega einen Sieg, der kann natürlich hier, diese Stute kann natürlich hier durchaus gewinnen. Startplatz 8 ist natürlich nicht ideal, aber die Gegnerschaft in Vassin und in Enghien, wo sie zuletzt auch schon mal im Ablauf war, aber unplatziert gewesen, ist, war natürlich um einiges höher als hier, deswegen Niagara River hier auf jeden Fall nicht ganz außer Acht lassen. V75-2, die Bronze-Division. Wir nehmen mit die 1 und ich warne, Swish the Cash, die 2 Great Time Trot, die 3 Tuppen, die 4 Denko Scaliano, die 6 Beachcomba und die Nummer 8 Niagara River. V75-3 ist dann der sogenannte Gold-Sprinterin, die das Hauptereignis des Tages, ein Rennen Nummer 1609 Meter Autostart für die beste Tagesklasse. Und hier startet natürlich das Pferd, auf das wir uns alle freuen, Joviality, die Programm Nummer 3 mit Erik Alisson. Ja, Joviality war in Zabala im Elite-Doppelvorlauf 5. Da hat sich Erik Alisson, muss ich sagen, ein bisschen verschätzt, dass er da nicht so ganz geschickt angestellt, muss man ganz deutlich sagen. Joviality war eingemauert, kam am Ende frei, war am Ende fürs Finale ein bisschen zu spät auf Touren. Danach war sie im Oslo Grand Prix am Ablauf, war bis 150 Meter vom Ziel vorne, ist dann am Ende noch überlaufen worden von zwei Pferden. Jetzt wieder über 1600 Meter ist Joviality mit Startplatz natürlich hier sehr, sehr stark aufgehoben und sehr gut aufgehoben. Das ist die Bank des Tages. Da muss ich rumreden, die Stute steht hier meilenweit raus, hat mehr Gewinnsumme alleine als anderen 7 Starter zusammen. Und ich sehe hier eigentlich niemanden, der ja wirklich Joviality gefährlich werden kann, außer Hustle Rain, die Programm Nummer 2 mit Mats Djuse. Hustle Rain war in Östersund, zuletzt im Jämt an Stora Priest, guter Zweiter. Davor in Zavala hatte man sich im Lidloppet versucht, da war man unplatziert gewesen, da ist man auch gesprungen. In Charlottenlund, im Kopenhagen Cup, war man Zweiter und Hustle Rain kann halt sehr gut beginnen. Und der hat letztes Jahr hier auf dieser Bahn die Sprintermeisterin gewonnen. Also der weiß, wie man über 1600 Meter hier richtig Gas geben kann. Und wenn der es schaffen sollte, Joviality am Ende ja ein bisschen außen zu halten, dann möchte ich mal sehen, ob Joviality auch außenrum gewinnen kann. Ich glaube zwar, dass sie das kann. Trotzdem, das ist das eigentlich Interessante. Wenn es wirklich hier Hustle Rain schafft, die Spitze zu bekommen, und der ist sehr, sehr schnell vom Start, dann könnte das ein interessantes Rennen werden. Das sage ich ganz ehrlich. Deswegen Hustle Rain, wer sich also nicht für Joviality Bank entscheidet, muss Hustle Rain mitnehmen, muss aber auch Get a Wish mitnehmen. Der Derby-Sieger von 2022 aus Dänemark war zuletzt Dritter in Tingsried, davor war er Zweiter mit Kaspar Vogel in Seyanöki. Und in Schiebe war man auch einmal im Ablauf mit Bo Westergaard. Er ist ja ins Training von Jon Untersteiner gewechselt, war beim ersten Auftritt, wie gesagt, Dritter in Tingsried. Das geht noch ein bisschen besser, da war er schon nicht schlecht, aber Get a Wish, ich denke jetzt mit Jon Untersteiner auf der Heimatbahn auf jeden Fall zu beachten und auch Behind Bars, die Nummer 5 mit Peter Untersteiner, hat ja in Frankreich im Frühjahr und im Winter durchaus mehrfach in der Provinz gewinnen können, einmal am 29.01. und am 17.02. ist jetzt in Feyster, das letzte Mal am 28.06., also letzten Samstag am Ablauf gewesen, dort war man viertplatziert, nach einem etwas unglücklichen Rennverlauf, deswegen Behind Bars, die Nummer 5 auf jeden Fall mitnehmen und auch Phoenix Photo, die Nummer 7, auch wenn der so ein bisschen von der Rolle ist, der hat ja in Zavala mit Björn Grub das Divisionsfinale am 23.03. wirklich toll gewonnen, das war ein ordentliches Laufen. Danach hat man sich in Seyanöki probiert, da war man unplatziert im Boden, im Norbotten Stora Priest war man Achter gewesen, das war also auch nicht das, was man sich erhofft hat, deswegen Phoenix Photo kann hier vielleicht überraschen, trotzdem ein bisschen Vorsicht ist hier zu, muss man hier sagen, und auch Missile Hill, die Nummer 8, mit Örjan Schielström war in Kuvula, im dortigen Kuvula Grand Prix war man am Ablauf, ja, das war ein fünfter Platz, der war okay, aber auch nicht mehr. Davor gab es 2 Siege in Zavala im Vor- und Endlauf des Sweden Cups. Natürlich kann der Missile Hill ja auch, aber von Startplatz 8 sage ich ganz ehrlich, und gegen Joviality habe ich hier so meine Bedenken. V75-3, die Gold-Sprinterin. Wir nehmen mit die Nummer 3 Joviality, für mich die Bank hier. Wer sich breiter aufstellen möchte, muss dann aber mitnehmen die 1 Get a Wish, die 2 Hustle Rain, die Nummer 5 Behind Bars, die Nummer 7 Phoenix Photo und die Nummer 8 Missile Hill.
TOR 75/4 ist dann der Wernclub, das Finale des Lehrlingsfahrens. Das ist also ein Lehrlingsfahren, was über das gesamte erste Halbjahr der Saison gelaufen ist. Und die punktbesten Fahrer haben jetzt hier Pferde zugelost bekommen und dürfen mit diesen Pferden jetzt hier auf die Reise gehen oder dürfen mit Pferden hier den Titel des Wangencup-Finales, des Winnie-Cups hier sozusagen ausfahren. Und hier spricht auch sehr, sehr viel für Nummer 7, Hardcore DK mit Oscar Floorhead. Hardcore DK war zuletzt in Kalmar nämlich ganz toll siegreich am 23.06. über 1640 Meter. Davor war man allerdings Vierter in Tingsried, das war ein bisschen enttäuschend, aber davor auch am 15.05. der Sieg in Orbi war sehr, sehr ordentlich und auch in Wackerrüd am 28.04. Oscar Floorhead, ein sehr, sehr talentierter Fahrer, ist ja bei Daniel Weyerstein angestellt, jetzt mit einem Pferd aus dem Stall von Jürgen Untersteiner. Den muss man mitnehmen, die Nummer 7, Hardcore DK. Startplatz ist nicht ideal hinterm Auto. Ich denke, dass das hier auf jeden Fall Oscar Floorhead weiß, was er tut. Interessant finde ich hier die Nummer 3, Toskana Southwind mit Jenny Björk aus dem Stall von Troels Andersen. Zuletzt in Redwick unplatziert gewesen, davor bei uns in Gävle am 7.6. ganz toll siegreich gewesen und auch davor in Redwick nochmal Zweiter gewesen. Jenny Björk, eine sehr, sehr umsichtige Fahrerin und Toskana Southwind, die Programm Nummer 3, hier auf jeden Fall für mich sehr, sehr chancenreich. Gustav Simoni, die Nummer 1 mit Tyler Mifsud aus dem Stall von Karl Malte Mommert, war Fünfter in Kalmar, davor allerdings Zweiter und Erster in Tingsried und in Jägersroh und hat mit Tyler Mifsud auch in Jägersroh schon mal gewonnen. Das heißt, die beiden kennen sich, dieser 6-jährige Reddy Cash-Sohn und Tyler Mifsud. Deswegen also auch Gustav Simoni von der 1 hier mit Sicherheit chancenreich. Und auch chancenreich ist natürlich Nummer 14, Gumbaskini mit Malte Hanfast aus dem Stall von Fleming Jensen. Gumbaskini kommt hier als Seriensieger an den Ablauf. 5 Siegerzettel in Odense, in Aalborg, in Schiebe und nochmal in Odense jeweils gewonnen. Malte Hanfast, auch ein sehr, sehr guter Fahrer. Startplatz 15 ist natürlich hier das Handicap, aber Gumbaskini, das Pferd ist richtig, richtig gut. Der kann was, den sollte man ja auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Und auch die Nummer 10, Honey Dunk Girl, die Stute mit Saga Lausen. Das ist ja auch eine Fahrerin, die gerade richtig im Aufwind segelt, die mehrere tolle Erfolge feiern konnte. Deswegen auch die Nummer 10, Honey Dunk Girl, hier für mich nicht auszulassen. Die muss man hier mitnehmen, die Nummer 10 mit Saga Lausen. V75/4, der Wangencup, das Lehrlingsfahren. Wir nehmen mit die 1, Gustav Simoni, die 3, Toskana Southwind, die Nummer 7, Hardcore DK, mein Sieger in diesem Rennen, die Nummer 10, Honey Dunk Girl und die Nummer 14, Gumbaskini. V75/5, es geht weiter mit der Klasse 1 über 2640 Meter Autostart, also über die lange Distanz. Und hier spricht doch vieles für Enjoy the Moment, die Nummer 4 mit Per Nordström. Enjoy the Moment war zuletzt in Tingsried mit Joachim Löfgren siegreich, davor allerdings auch mit Per Nordström in Jägersroh. Das heißt, die beiden kennen sich auch, 5-jähriger Propulsion-Sohn und Per Nordström aus dem Training von Elka Frinter, einer B-Trainerin aus Jägersroh. Interessant untergekommen hier, muss man auf jeden Fall mitnehmen, Nummer 4, Enjoy the Moment. Aber auch Jenks Morton, die Nummer 5 mit Erik Alison aus dem Stall von Markus Schön. Stall Courant, Markus Schön ist hier der Trainer. Zuletzt dreimal siegreich gewesen mit Erik Alison und Magnus Duse in Zorbala, Romme und nochmal in Zorbala. Man kommt allerdings aus einer kleinen Pause. Dieser Jenks Morton war jetzt mal am 3.2. am Ablauf. Das erste Mal jetzt also nach knapp 4 Monaten wieder am Ablauf und nach 5 Monaten wieder am Ablauf. Deswegen, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen war ich da so ein ganz klein bisschen. Trotzdem mitnehmen muss man ihn auf jeden Fall. Der ist hier sehr, sehr gut untergekommen, wie auch die 7 Coin Master mit Mats Duse. Zuletzt Zweiter in Redwig gewesen, davor der Sieg in Ümia am 11.05. war richtig klasse. Coin Master, das ist wieder so ein Rennen, wo er überraschen kann, so wie in Ümia, da hatten wir auch nicht viele auf der Rechnung. Ich habe ihn euch hier angesagt, das nur so nebenbei. Deswegen, also Coin Master in Nummer 7 sollte man mitnehmen und auch die 6 RK Star mit Kai Wiedell, war zuletzt in Fagestad in einem Nachwuchsfahren siegreich gewesen. Davor gab es einen 4. Platz mit Björn Gub in Axeballer, also auch RK Star mit Kai Wiedell auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn ihr auch einen ganz, ganz krummen in diesem Rennen sucht, da würde ich euch empfehlen, die Programm Nummer 11, Parameter mit Viktor Roslev. Parameter war in Kalmar am 23.06. nach einer Galoppade sofort chancenlos. Davor gab es also den 1., 2. und 3. Platz in Jägersroh. Viktor Roslev kennt diesen fähigen Onkel Lasse-Sohn sehr, sehr gut und deswegen, das ist für mich so ein ganz, ganz dunkler, der kann dieses Rennen hier ebenfalls gewinnen, wie auch die 12 JS Camaro, der jetzt zweimal fehlerhaft war mit Stefan Persson und Gustav Norin in Jävle und in Orbi jeweils also umplatziert gewesen. Jetzt wieder mit Stefan Persson aus dem Stall von Horkon Persson. Das ist auch ein Pferd, der hier, wenn die sich vorne so ein bisschen die Köpfe einfahren, könnte der hier von hinten ganz klar überraschen. V75/5, die Klasse 1. Wir nehmen mit dem Programm Nummer 5 Jenks Morton, die 4 Enjoy the Moment, die 6 RK Star, die 7 Coin Master, die 11 Parameter und die Nummer 12 JS Camaro.
Tor 75.6 ist dann das Diamantsduettrennen über 2041 Meter Autostart. Also Achtung, hier geht es also hinter dem Auto los, nicht aus den Bändern. Und hier spricht doch vieles, sehr, sehr viel für die Programmnummer 5 Karatja mit Jürgen S. Eriksson. Karatja war jetzt zweimal siegreich mit Jürgen S. Eriksson irgendwo in Zoballa, hat zweimal wirklich toll gelaufen, toll gewonnen auch. Davor auch erste, zweite und dritte. Das heißt, die Stute war jetzt immer auf den Top 3 Podium zu finden. 3 Siege aus 5 Starts. Mehr geht fast nicht. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, Karatja, die Programmnummer 5 mit Jürgen S. Eriksson in diesem Rennen, für mich die zu schlagende Stute. Golden Rain, die Nummer 2 mit Jürgen Sjunesson aus dem Stall von Flemming Jensen, war zuletzt ebenfalls zweimal siegreich in Jägersro und eben mit Jürgen Sjunesson am 13.6. in Orbi. Die Stute ist allerdings über die lange Distanz immer ein bisschen schwächer einzuschätzen. Sie war jetzt zweimal über die Meile siegreich. Stotz Stapler 2 habe ich so ein bisschen die Bedenken, weil sie am Ende so ein bisschen immer nicht so ganz mehr Lust hat zu laufen. Deswegen Golden Rain, die Nummer 2, mit Vorsicht zu genießen. Die lange Distanz dürfte hier eher das große Problem sein. Stina Alvina Sonett, die Nummer 6 mit Erik Alisson aus dem Stall von ehemals Robert Berg, jetzt Christopher Eriksson, war jetzt immer im Monté am Ablauf, hat dort mehrfach tolle Ergebnisse erzielt im Reiten, war auch im 1.6 nochmal in Hackmühlen im Reiten am Ablauf, da hat es dann nicht funktioniert. Trotzdem, jetzt wieder vor dem Sulki, kann die Stute hier durchaus überraschen, sollte man sich mal genauer ansehen. Stina Alvina Sonett, die kann hier durchaus gewinnen. Interessant finde ich Nummer 11, Sommerbrise mit Björn Gub, die Stute aus die ehemalige Lastbäckerin. War zwar jetzt auch mehrfach so ein bisschen von der Rolle, hat im Reiten einmal in Bersaka am 9.5. den dritten Platz geholt, das war es aber auch. Jetzt mit Björn Gub aus dem Stall von Frederik Wallin, das ist auch eine Kombi, die sehr gut zusammenarbeitet, sollte man sie auf jeden Fall mitnehmen. Und natürlich auch Nova Marion, die Nummer 12 mit Thomas Urberg. Normalerweise steht die Stute hier weit über dem Feld, denn sie ist wirklich eine absolute Kämpferin, hat mehrere Diamantsduettrennen gewonnen. Startplatz 12 ist das Handicap, das muss man deutlich sagen. Trotzdem Nova Marion, die Programmnummer 12 mit Thomas Urberg hier auf keinen Fall auslassen. V75-6, das Diamantsduettrennen mit dem Auto gestartet. Wir nehmen mit die 2 Golden Rain, die Programm Nummer 5 Karatja, die Nummer 6 Tina Alvina Sonett, die Nummer 11 Sommerbrise und die Nummer 12 Nova Marion. Und wir kommen zum abschließenden V75-Rennen. Das ist das 11. Rennen der Karte und das ist die Silberdivision über 2041 Meter Autostart. Und hier lege ich mich fest, dieses Rennen gewinnt und da lege ich mich wirklich fest, die Programm Nummer 1 Mulberry mit Carl-Johan Jepson. Mulberry war zuletzt in Kalmar knapp geschlagen, davor gab es in Birken einen tollen zweiten Platz und in Orjeng am 4.5. einen Sieg. Also irgendwann muss es doch jetzt mal klappen und ich muss ehrlich sagen, die Gegnerschaft ist hier überschaubar. Mulberry, wenn Carl-Johan Jepson ihn gut vom Start wegkommt, kann er sogar hier starten. Ziel erfolgreich sein. Der 6-Jährige Maharaja-Sohn gehört hier in alle Berechnungen. Laredo Boko, die Nummer 4 mit Per Lennartsson aus dem Stall von Christopher Eriksson, ebenfalls auch Robert Berg. Ist jetzt Dritter mit Stefan Persson und Keimer. Davor gab es allerdings mit Per Lennartsson, den jetzt heute aber der fährt einen Sieg in Örebro. Das heißt, die beiden kennen sich gut. Laredo Boko auf jeden Fall mitnehmen, wie auch King of Greenwood, die Nummer 6 mit Ulf Olsen. Hat sich wieder gefangen nach einer kleinen Formkrise. Zuletzt Erster, Zweiter, Dritter. Er trifft natürlich hier wieder ein bisschen schwerer an, trotzdem King of Greenwood, die Programm Nummer 6, darf hier auf keinen Fall ausgelassen werden. Und interessant finde ich hier die Programm Nummer 12, Iceland Falls, eines meiner Lieblingspferde, das wisst ihr ja, Iceland Falls. Allerdings auch selbst ein bisschen von der Rolle, in Bierke viertplatziert gewesen, in Bollnäs zweite zu Why Not Diamant, da hatte sie aber keine Chance, Why Not Diamant zu schlagen. Jetzt mit Startplatz 12 und Eugen Schiedström ist das natürlich einerseits eine gute Lösung, andererseits muss man wieder überlegen, ob das wirklich so gut klappt. Iceland Falls, die Programm Nummer 12, muss man aber hier mitnehmen. Und wer noch einen ganz krummen wieder sucht in diesem Rennen, die Nummer 10, Olga Utka mit Stefan Persson. Die Stute überrascht den unregelmäßigen Abständen, hat am 20.04. in Jägersro die V75 gewonnen, war da am Ende ganz klar überlegen. Danach kam nicht mehr ganz viel zusammen. Trotzdem, die Stute kann einen guten Tag dazulaufen. Es sind nicht allzu starke Pferde dabei, deswegen sollte man sie hier nicht ganz außer Acht lassen. V75-7, die Silberdivision. Wir nehmen mit die Nummer 1, Mulberry, die Programm, Nummer 4, Laredo Boko, die 6, King of Greenwood, die Nummer 10, Olga Utka und die Nummer 12, Iceland Falls. Ja, ihr seht, es ist wirklich eine spektakuläre, es ist eine gute V75-Runde, auch ohne echtes Hauptereignis, außer diese Goldsprinterin, aber es ist toller Sport. In allen Divisionen gibt es wirklich klasse und spannende Rennen und deswegen seid mit dabei, ihr könnt nämlich mit dabei sein. www.trotto.de, www.hufe.de. Das ist eure Nummer zum Glück. Dort könnt ihr alle Rennen im Livestream verfolgen. Ihr könnt alle Rennen natürlich original bewetten und ihr könnt natürlich dann alles auch auf eurem heimischen Fernseher und am Computer natürlich mitverfolgen. Deswegen sage ich, einschalten auf www.trotto.de, mitwetten auf www.trotto.de und die neuesten Infos ziehen, das auf www.hufe.de. Und dann sehen wir uns bereits morgen wieder zur nächsten Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, wenn es dann nach Norwegen geht, nach Jarlsberg.
Und ihr wisst ja, Jörn Swedish Racing World gibt es exklusiv hier bei uns bei www.trotto.de und www.hufe.de. Ich sage, Lückertil, ganz viel Spaß bei der V75 und ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bereits wieder. Bis dann.